herzlich willkommen zu Bangkok Video Nummer 3. Wir sind irgendwo in, weiß ich nicht, Klong Choy heißt das hier, glaube ich. Ja, auf dem Weg zum Fluss, dem Chao Phraya River, an dem liegt ja Bangkok. Und da wollen wir jetzt erstmal einen Fahrer finden, der uns da quasi fährt für ein paar Baht, weil wir da dann was ganz Cooles vorhaben. Wir haben es ja schon mal anklingen lassen, es wird sportlich. Tretbootfahren war jetzt nicht die sportliche Aktivität. Das machen wir jetzt. Versuchen wir. Werden wir rausfinden. Wird klappen. Wir sind zuversichtlich. 80 baht for two people for go and return. Go and return, okay. Yes. Was machen wir? 20 baht pro Fahrt. If you get for coming back, please keep it when you come back, return here. If you don't see the board, call this number for calling the board. Okay, perfect. Thank you. We were bike dirt tires on paved concrete on the right roads, just had the wrong wheels. But I see you back in town, same shortcut jeans, my head still spins, my heart still feels like riding a bike, just you and I down the long back road. Your brown hair blowing in the wind like a did that day and all those teenage summer nights. When I love you, you love me too. It was so easy to get that feeling. When our eyes meet, I can hop back on our love life, like riding a bike, like riding a bike. Cause babe, our hands still fit. You still get that smile. Und da radeln wir einfach durchs grüne Bangkok. I mean, how cool is that denn? Oder? To wishing I didn't have to go. And thinking maybe we should give it one more try tonight. Just take it slow like riding a bike. Just you and I down along that road. Your brown hair blowing in the wind like I did that day. And all the teenage summer nights when I love you. Ja, also man kann sich direkt, wenn man quasi von dem Boot absteigt, aussteigt, wie auch immer, kann man sich Fahrräder mieten. Wir haben jetzt oder zahlen jetzt 80 Baht für den ganzen Tag pro Rad. Das sind also so 2 Euro irgendwas. Sie haben auch teurere Fahrräder, aber ich würde jetzt spontan sagen, die hier sind okay. Ich meine, wir wollen damit ja keinen, also das hat ja keinen sportlichen Aspekt in dem Sinne. Und dafür sind die völlig ausreichend. Bis 6 Uhr haben die offen, um 7.30 Uhr morgens machen die auf. Und dann kann man hier einfach über diese Insel radeln. Sehr schön. Ja, Fahrradtour quasi beendet. Man hatte mir die Karte gezeigt,
und vielleicht versehentlich auf die Karte gedrückt, weshalb wir jetzt hier sind und nicht an dem eigentlichen Stier, wo wir hin wollten. Aber ich denke, hier ist auch schön, man kommt an den Fluss, man sieht Bangkok und die Skyline. Und wir sind hier alleine. Es gab auch nur fast nur ein Tastmanöver. Dreimal wurde ich bestimmt verteufelt. Nein. Und hier wäre auch eine schöne Treppe, wo man ins Wasser gehen könnte. Wer also mutig ist und sagt, heute ist Badetag, könnte hier auch hin. An dieser Stelle muss ich abwinken, ich bin's nicht. Das wird viele Zuschauer sehr enttäuschen. Jetzt sieht zwar aus wie eine Badehose, aber es ist heute nicht. Heute ist es eine Ausgehose. Ja, ansonsten sind wir hier einfach irgendwie im Wasser. Das hier alles ist im Wasser und die haben hier halt diese Wege gebaut. Gott weiß warum, weil hier ist nichts. Nach da hinten geht es dann auch nur in den Dschungel. Aber mega schön, oder mitten in der Stadt? War super, super ruhig. Ziemlich remote. Nein, ich filme Alex nicht beim Toilettengang. Hab euch doch vorhin noch erzählt, wer mutig ist und so, kann ins Wasser. Naja, vielleicht fiel der Telefon ins Wasser. Und naja. Das gehört nicht zum Tattoo. Zur Abwechslung. Also nein, wir haben die letzten Tage immer brav unsere Wasserflasche mit rumgetragen und haben nicht einen Schluck draus genommen. Heute sind wir auch wieder so los, weil wir dachten, wir kochen uns unterwegs bestimmt wieder was. Ja, ist ja auch so gekommen. Und weil unsere Wasserflasche aber schon fast leer ist, war ja echt warm und wir ja Fahrrad fahren, ziemlich blöd von uns, aber natürlich den Thai Milk Tea des Tages für heute sage und schreibe 25. Dann haben wir ein Iced Honey Lemon Soda für 35. Da haben wir, weil wir das zuerst gekriegt haben, gleich erstmal einen Schluck draus genommen. Ziemlich lecker. Und um es zu probieren, ein Green Milk Tea für 30. Macht das alles in allem 90. Na dann. Und bitte, wie gesagt, war schon sehr lecker. Den können wir noch nicht probieren, also mal als Erste. Erst mal umrühren. Wart nicht bei, ich glaube, das fünfte Element. Grün. Lecker. Du wirst hier noch zum Milk-Tea-Experten. Gönnt euch, wenn ihr hier seid.
wir da eingelaufen am Hafen, haben die Fahrräder zurückgegeben. Als kleines Dankeschön, hätte ich was gesagt, als ja, kleines Gimmick. Ziemlich cool, weil nicht nur draufsteht, sondern auch erfroren ist. Und ich denke, jetzt kann man sich hier mal ganz entspannt erfrischen. Mit einem Block. Ja, ist tatsächlich gefroren. Und ich taue ihn einfach ein bisschen an meiner Stirn auf. Ja, schon kalt. Vielleicht haben sie die auch erheben, damit ich mich vom Modder befreien kann. Also das hat sich schon rumgesprochen auf der Insel. Wenn ich Bahn nähern bin. Oh, ist so kalt, Alter. So, aufgetaut. Ist ein bisschen dirty. Hi, hello to each other. Okay. And today, follow me, follow the leader, leader. I'm gonna, yeah. And today, everybody, I have three simple rules for the tour around smooth. First one, everybody please cycling in one line. One single line behind each other. One by one, like a snake, like a small train. But side by side like this, because in Thailand, 95%, we don't have bicycling. We share the street with the local people, okay? Please open your mind, open your heart. You will see something nice more than Bangkok today. Tour, weil wenn man morgens um 7 halt anfängt und hier so durch die hinteren Ecken von Chinatown tingelt, dann sieht man halt irgendwie alles so wach werden und die Kinder gehen zur Schule und ja, das ist irgendwie jetzt gar nicht die besonderen Highlights in dem Sinne von Sehenswürdigkeiten, sondern einfach so, so tägliches Leben. Und das ist ich euch also jetzt schon sehr empfehlen. Aber wir verlinken euch das natürlich alles in der Beschreibung.
Kalyanamit Bora Mahavihan Temple. Okay, your turn. Temple. One more time and then repeat me, okay? What Kalyanamit? What Kalyanamit? Bora Mahavihan. Bora Mahavihan. Okay, you can call short name. What Kalaya? What Kalaya? Yeah, this is, you can see a lot of what is mean temple. And Kalaya, Kalayanamit is mean good friend, good relationship between Thai and Chinese, because almost 200 years ago, the Chinese businessman, he succeeded in business. He like a friend of the King Rama III. He need to show respect the king. He buy the land and offering the house, building this temple and give to the King Rama III. The king very appreciate this temple, give the name good friend, good relationship, Kalyanamit. And Bora Mahavihan is mean loyal temple, this temple like a loyal temple in the community. We don't put in the tourist map everybody, because this temple they have school for the monk inside, and this is a school for the children. When the foreigner or the bus come to this temple, the monk and the children, they cannot concentrate. That's why we don't put in the tourist map. Okay. Yeah. And today I buy this one, everybody. What it is? Nope. Lotus flower. Ah. Yeah. When Thai people go to the temple, we pray, we do meditation, and we're gonna offering the flower to the Buddha. We believe our life gonna beautiful like a flower that we offering. That's why we offering the flower to the Buddha. And do you know we have so many kind of flower? Why we should lotus flower? Because when we say hello, when we say apologize, when we say thank you, we hold our hand like this, everybody, like a lotus flower. That's why we should the lotus flower for offering to the Buddha. And this is a normal lotus flower. I'm gonna teach you how to make more beautiful. You're gonna do like this. The leaf outside first, the leaf out, and then in the middle. In the middle first, like this. And turn to the left, turn to the left. In the middle first, and then turn to the left, and then turn back. Broken already. Yeah, and then turn to the right, like this. Like a Thai angle. Thank you.
Wir haben unsere Fahrradtour beendet und trinken jetzt den Thai Tea des Tages. Die Fahrradtour war gut. Ich wusste nicht, was mich erwartet und muss sagen, ist ihr Geld wert. Wir haben jetzt bezahlt 50 pro Nase, grob, und hatten dafür 5 Stunden Fahrradtour von 7 bis 12. Und das ist eine ganz klare Empfehlung, die Morgenstour zu machen. Ja, es ist früh, weil also wir brauchten halt auch irgendwie eine halbe Stunde mit dem Auto. Aber die Temperatur hält es ja sonst näher aus. Das ist ja wirklich warm. Die Tour ziemlich cool. Du hast vorne einen Guide, hinten einen Guide. Kriegst Wasser, kriegst Snacks zwischendrin, ein Mittagessen, eine Bootstour. Und du siehst wirklich viel. Also viel einfach so, das, was sie versprechen. The real Bangkok. Also du siehst halt einfach Ecken, wo du sonst nicht sehen würdest. Genau. Ecken, wo du nicht hinkommst, die du nicht auf dem Schirm hast. Tempel, wo kein Tourist hingeht, abgesehen von denen, die da in der Tour sind. Vielleicht verirrt sich da auch mal einer hin, aber im Großen und Ganzen, also keiner, der auf der Touristenkarte steht. Und so schöne Einblicke und so viele kleine Gassen, also wirklich das echte Bangkok. Ziemlich gut, ganz klare Kaufempfehlung. Hat richtig Spaß gemacht. Und die haben auch unterschiedliche Touren. Also wir haben auch eine 3-Stunden-Tour, die bieten sie auch als Abendtour an durch Chinatown. Wir haben eine 9-Stunden-Tour, da fährt man wohl sehr weit raus und dann mit dem Zug zurück. Also schaut euch da auf jeden Fall auf der Seite mal um. Ich glaube, alle ihre Touren und die Guides sind auch wirklich sehr süß. Ja. Also von daher, wir hoffen, Bangkok mit dem Fahrrad hat euch gefallen. Uns auf jeden Fall. Und dann verabschieden wir uns mit dem Getränk des Tages aus diesem Video. Im nächsten Video geht es für uns ins nächste Reiseland. Aus diesem Land. Ich trinke einfach meinen Tee und halte die Klappe. Im nächsten Video sind wir am Anfang noch in Thailand, aber dann geht es für uns ins nächste Reiseland. Es wird groß, es wird spannend. Wenn alles so klappt, dann ist das auch eine richtige Erfahrung. Werdet ihr viel Spaß haben. Also bis dahin, seid ihr spannend, bleibt dran. Ihr habt euch wohl.